herzlich willkommen zur Sketchbibel. Keine Panik, das ist nur der Anfang vom Ende. All die Katastrophen, die im heutigen Evangelium benannt werden, sind mitnichten Prophetie, sondern damals wie heute Realität. Man braucht nur die Nachrichten anzuschauen. Krise und Weltuntergangsstimmung überall. Kein Stein bleibt auf dem anderen. Es wird alles zerstört werden. Jesus beschönigt nichts, wenn er über das Ende der Zeit spricht. Und was er da ankündigt, ist ein katastrophales Schreckensszenario, das die erste Leserschaft des Lukas-Evangeliums live miterlebt hatte. Der prachtvolle Jerusalemer Tempel wurde im Jahr 70 zerstört. Für sie sind die Worte Jesu also keine schreckliche Ankündigung, sondern erscheinen im Nachhinein wie ein prophetisches Vorzeichen. Das Ende von etwas ist kein angenehmes Thema. Oft sind Enden schmerzlich und mit Trauer behaftet. Manches Ende darf erst gar nicht kommen und wird lieber mit aller Macht und Kraft aufgeschoben. Alles soll lieber schön so bleiben, wie es ist. Das sehen wir aktuell in Politik, Gesellschaft und vor allem auch in unserer Kirche. Wir bleiben lieber beim Alten, Bewährten und Bekannten. Das Neue zeichnet sich durch Gewohnheitsbrillen geschaut meist nur sehr langsam und unscharf ab. So entsteht eine gefühlte Lücke voller Unsicherheit, die man nur allzu gerne schnell ausfüllen würde. Dieses menschliche Bedürfnis nach klaren Antworten, religiöser Heimat, nach Sicherheit und Bestand macht uns aber verführbar für populistische Slogans, scheinbare Sicherheiten und einfache Lösungen. Aber die Rede vom Ende erschreckt doch eigentlich nur die, die etwas zu verlieren haben. In einer gesicherten Position will man das Ende nicht, denn es könnte schlechter werden. In einer schwachen, unterlegenen Position wünscht man sich aber vielleicht das Ende geradezu herbei, denn es trägt das Potenzial und die Hoffnung auf Verbesserung. Das Schüren von Angst ist immer ein Instrument in der Hand der Mächtigen, die alles so lassen wollen, wie es ist. Wenn Jesus vom Ende spricht, will er aber die Menschen stärken, die an diesem Leben und an dieser Welt leiden. Und er warnt davor, Gott dingfest machen zu wollen. Kein Stein bleibt auf dem anderen, sagt er. Auch die schönsten Gebäude, vermeintliche Glaubensgewissheiten und lang eingeübte Lösungs- und Antwortwege werden mal zu Ende gehen. Diese Warnung gilt ganz sicher auch für uns heute. Das Interessante dieser Rede Jesu finde ich weniger das Katastrophenszenario, sondern die Sätze dazwischen. Gebt Acht, dass man euch nicht verführt, sagt er. Lasst euch nicht erschrecken. Wenn ihr standhaft bleibt, werdet ihr das Leben gewinnen. Altes vergeht, Neues entsteht. Jesu Worte laden dazu ein, die Verunsicherung auszuhalten und nicht zu erschrecken, auch wenn wir furchtbare Dinge sehen. Und vor allem nicht denen nachzulaufen, die scheinbar einfache Lösungen anbieten. In diesem Sinne, bleibt standhaft, dann gewinnt ihr das Leben. Bis zum nächsten Mal bei der Sketchbibel.